Kernkraftwerke aktivieren, Brennstäbe unverzüglich bestellen, grundlastfähige Energiesicherheit gewährleisten. Ich könnte jetzt gerne die Rede von Tobias Rauschgessen, die wirklich hervorragend war, zum Thema nochmal wiederholen, spare ich mir. Aber ich konnte feststellen, gestern bei der langen Diskussion der aktuellen Debatte der FDP-Fraktion, die letztlich das Gleiche will wie dieser Antrag hier, den wir gestellt haben, dass alle Fraktionen, also beziehungsweise hier bis auf die auf der linken Seite, uns gefolgt sind. Wir brauchen grundlastfesten Strom und das dauerhaft und ständig. Und wir konnten dann sehen, dass die FDP dem ausdrücklich zustimmte, was wir gesagt haben als AfD-Fraktion, genauso wie die CDU-Fraktion. SPD habe ich, glaube ich, ein bisschen vergessen und Grüne und Linke, die sehen das völlig weltfremd. Wir haben heute schon diskutiert zum Thema Intel, wo es hieß 100% Strom. Ich kann Ihnen versprechen, dass auch Intel mit 100% grünem Strom nicht leben kann, weil einfach das nicht durchzusetzen sein wird. Und aus diesen Gründen brauchen wir Kernkraftwerke. Und wir sollten halt dann auch wirklich nach vorne blicken. Wir sollten nach vorne blicken und sagen, was passiert, wenn wirklich im nächsten Winter wir plötzlich ein Stromproblem haben. Und dann können wir nicht im Winter uns dann Gedanken machen und sagen, toll, wir haben jetzt ein Problem, was machen wir jetzt? Wir brauchen noch ein halbes Jahr, bis wir wegen mir irgendwo ein Kernkraftwerk anlaufen lassen können. Sondern wir müssen jetzt Brennstäbe stellen, wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit wir Kernkraft da haben, grundlastfesten Strom haben und das dauerhaft und ständig, wenn er benötigt wird. Von daher, wie gesagt, es gab gestern lange Diskussionen. Ich denke, normalerweise haben wir gestern nur vergessen, den Antrag mit dazu zu packen zur aktuellen Debatte. Den hätten wir alle abstimmen können. Und ich glaube, der hätte vielleicht sogar die Mehrheit gehabt. Nun haben wir einen neuen Tag, neues Glück. Wir werden mal schauen, wie das heute ausgeht. Aber ich hoffe einfach, dass die FDP sehr vernünftig ist und unserem sehr vernünftigen Antrag folgt. Vielen Dank dafür.